Die Wetterlage müsste sich halt auch etwas bessern. So, ich muss mir mal 3 Stücke nehmen. So. Dafür gebe ich ein bisschen Altholz. Wie viel macht das aus? Ah, das ist ja immer noch so viel. Can't feel my hands. Papier, Papier. Okay. Ah, die Fackel selbst. Oh ne, die zählt nicht. Oh, da ist doch hier sowas. Nein! Oh, der ist aber verdammt hartnäckig. Scheiße. Drecksscheiße. Kaputt, meine Stiefel sind kaputt. Fuck. Ja, ja, Moment. Deutet, ich muss den Verband herstellen. Ah. Hopp, 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 hopp. Schneller, 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 schneller. Erste Hilfe. Ja. Noch was. Come on. Come on. Hopp. Los. That didn't work. Nein, ich bin gleich tot. Scheiß Dreck. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. So, wann war denn hier der letzte? 5:04 Uhr. Musste das der letzte gewesen sein? I'm gonna bleed out soon. Ja, das ich sehe. Hm. Wie, was machen wir denn jetzt? Antiseptikum. Why didn't that work? Damn it, I'm gonna bleed out soon. Warum hilft das alles nichts? Sind die vielleicht falsch? Brauchst du Antibiotika? Nee, ne? Come on. Come on. Nehmen wir es nochmal. That didn't work. Why didn't that work? Möglicherweise ist es halt auch total falsch. Bleed out soon. Naja, es ist jetzt schon alles ganz dreckig und kacke. Aber hier liegt ja nicht zufällig irgendwo. Feeling faint. Irgendwo ein Verband. Ich hab doch schon mal so ein. So ein Erste-Hilfe. Ui. Teil. Nee, das ist ja nichts, ich glaube. Und das mit dem Spielstand ist dann halt auch ziemlich doof. Was haben wir denn hier? Kann schon gar nichts mehr, der fällt hier nur noch rum. Komm, nimm noch was, dann bist du tot. Damn it. Ja, das ist Mist, ne? Mit Verbluten. Ach. Scheiß Wolf. Ganz ehrlich. So, dann muss ich jetzt wohl mal schnell. 20 Minuten!
Wie soll das für irgendwas reichen? Feeling faint. Oh, come on. Warum geht das nicht? Ist die Frage, ist das zu schaffen? Ja, wir beeilen uns ja schon. Auch der Knöchel, nee, brauchen wir nicht. Come on, come on. Wolfsbiss, Hals, Antiseptikum. Okay. Was haben wir noch? Goddamn freezing. Antibiotika? Nee, das bringt ja alles nichts. Nee, ich brauch so eine scheiß Salbe, oder? Das muss doch irgendwie, muss doch grad mal Pause. Was haben wir hier? Wir haben, können nur Verband herstellen. Na gut. Am Hals. Okay. Machen wir es mal am Fuß. Damn it. Bringt nix. Nee, Antiseptikum, ne? Was, ja. Komm, iss was. Ja, was? Was soll ich denn noch machen? Was soll ich noch machen? Was mache ich mit der Verstauchung? Außer Ruhe und Verband fällt mir da halt irgendwie nichts ein. Ich probiere es jetzt nochmal mit dem Verband und Antiseptikum-Gedöns. Ja, ja. Ich weiß doch. So. Ansonsten, was packe ich denn aus? Schlafsack. Legt mich schlafen. Ja, da schlafen gestorben, auch gut. Nee, ich glaube, das hilft alles nichts. Wir müssen halt irgendwie den Checkpoint hier laden. Frage ist, was haben wir jetzt eigentlich schon? Hatten wir jetzt schon irgendwas erreicht? Was ist denn aus? Nein! So gar nichts. Ja, das ist traurig, also. Ach, Kacke. Naja. Dann versuche ich mich jetzt mal ein bisschen zu beeilen und zerhau mal das ganze Holz, wenn ich welches finde.
Nein, nicht anzünden. Und versuche die netten Wölfe zu meiden. So gut das denn funktioniert. Ah, hier ging es nicht rein. Da ging es rein. Ja, hier nehme ich auch schon denke ich, da gleich mit. Wenn ich was zerlegen kann, holzmäßig, dann zerlege ich es. Oder war ich hier schon drin? Nee. That'll come in handy. War noch nicht drin. Ist noch neu. Guck mal, den Tisch. Können wir auseinandernehmen. Ja, es ist Eile geboten. Ach komm, das bisschen geht noch. Geht alles noch. Immerhin ein bisschen was zu essen. Ah, da war nichts drin. Ich schätze mal, dass es auch nicht zufallsgeneriert, dass da jetzt doch was drin wäre. So, ich hab hier einen Rucksack. Aber holzmäßig nichts zu holen. Also dann raus. Nächstes Haus. Guck mal, eine Kiste. Oh, nirgends so viel Zeug. Man sieht ja kaum was. Es ist so dunkel, da muss man immer so. Doch nur so kleine Sachen, die irgendwo rumstehen, muss man dann mal drauf achten. Ich glaube, ich gehe auch gleich jetzt in dieses. Ja, in die. Eine Bank war das dann wohl, glaube ich. Okay, guck mal, hier haben wir dann nochmal. Was zu futtern. Solange die Wölfe noch nicht auftauchen, ist ja alles okay. So, gucken wir uns hier drin mal um. Karton. Na ja gut, Zunderbündel. Kann man auch reinstecken, aber ich glaube, das macht, war ja irgendwie nicht so gewinnbringend. Was kann man hier so? Ich glaube, ich brauche hier mal Licht. Eine Baseballmütze. Ja, hier wird wohl keiner mehr brauchen. Ich zweifle, dass wir sie auch, oh, dann kann ich die Zeitung nicht aufnehmen. Das ist eine nicht aufnehmbare Zeitung. Holz. Bräuchte mehr Holz. Das Brett. Brett kann ich auch auseinandernehmen. Sogar in 9 Minuten. Ja, was ich ja jetzt beim kurz vorm Sterben schon gesehen habe, dass es einen Tresor gibt, den wir knacken, aufbrechen können. Und derartiges Futter gibt es ja auch ein bisschen, das ist sehr gut. Alles muss man durchsuchen. Ja, es könnte ja irgendwo doch noch was
Müsste das sein? Ja, zum Beispiel hier, also die Zeitung. Glaube ich, ausmachen ist hell genug. Weil der eine Spind ist abgeschlossen. Jeden einzelnen, jede einzelne Schublade. Einer gut. I can barely walk with this much gear. Au! Eine Tasse Kaffee. Das ist doch toll. Kräutertee. Karton. Dose Kaffee. Ja, ich würde jetzt noch gerne vor der totalen Nacht rauskommen und auch wieder zur grauen Mutter. Kann ich nämlich das Zeug schon mal einnehmen. So, wie sieht denn aus? Hier kann ich noch nicht rein. Banktresorcode. Interessant. Bedeutet, den könnten wir irgendwann demnächst finden. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich kann nämlich nicht mehr rennen, habe ich eben gesehen. Halt nur meine Fackel dann um mich eventuell zu verteidigen. Ich glaube, das nächste Mal nehme ich, versuche auch das Beil zu nehmen, wenn ich angegriffen werde. So, legen wir mal Zeug rein. Ja, alles rein da. Das da behalten wir bis, also 3 Stück. Wenn zur Not noch mal eine Fackel machen kann. So, die Hälfte haben wir. Ah, hier geht's. Ah, Mist. Wir sehen hier lagen ja ganz, ganz viele Stücke rum. Das versuche ich noch einzusammeln, bevor es allzu dunkel wird und wirklich die Wölfe bei Milton hereinbrechen. Und dann, ja, hier, ich glaube, schlafen. Also im Spiel, um zu speichern. Aber dann denke ich, mache ich auch nochmal eine Aufnahmepause. Hier das Holz, was hier so rumliegt, das eingesammelt haben. Das wird wohl nicht reichen für um die Kiste voll zu kriegen, leider. Ja, müde ist er auch schon. Na dann, das passt ja dann ganz gut. Aber hier noch irgendwo was. Was Holziges. Nee, sieht nicht so aus. Eben dachte ich, ein Wolf, aber nein. Nur Kaninchen, vielleicht probiere ich es ja mal. Mit dem nochmal. Wo ist es denn? Ah. Läuft weg. Jetzt rennt's. Schade. Aber ich glaube, Essen haben wir auch mittlerweile wohl genug gesammelt. Wir haben schon wieder ein bisschen mehr. Ja. Komm, können wir uns was reindrücken. Ja, und noch was zu trinken. Was wenn man hier so die Brause gibt, halt auch gleichzeitig noch Kalorien, was ich sehr gut finde. Hat man so ein bisschen das Essen gespart. Okay. Da alles nur Stücke.
Ja. 17 Stück. Oh, ja, das ist naja, nicht so viel. Naja. Aber egal. Und am nächsten Tag können wir ja dann wieder ganz freudig Altholz sammeln gehen, indem wir irgendwelche Schränke zerhauen und so weiter. So, jetzt ist es nicht mehr ganz so kalt, also warm genug, um schlafen gehen zu können. Gehen wir, nee, nicht da rein. Schieben da hinten da dieses, was? Das Einzelbett. So, wie lange schlafen wir? Was hab ich gesagt? Machen wir mal 12 Stunden. Ich glaube, ich esse vorher noch was. Ja, aber sonst wache ich auf und bin wieder schon wieder halb verhungert. Okay. Machen wir das. 12 Stunden. Passt. Und dann sage ich hier an dieser Stelle schon mal erneut und Hunger, Durst hat er trotzdem wieder. Naja, nach so lange beim Schlafen, da will ich auch nochmal einen Liter Wasser abpumpen. Aber egal. Dann also tschüss, bis zum nächsten Mal.